Uckermarktplatz, hier sind wir immer rumgehangen, saßen hier oft stundenlang bis nach Sonnenuntergang. Wie werden aus Wählerstimmen Parlamentssitze? Im Landtag gibt es 120 Sitze, die nach der Wahl an die Parteien verteilt werden. Nach der Wahl werden alle gültigen Stimmen aus den Wahlkreisen zusammengezählt, wie viele Stimmen jede Partei insgesamt bekommen hat. Wenn die Partei weniger als 5% bekommen hat, darf diese nicht in den Landtag einziehen. Man spricht von der sogenannten 5%-Hürde. So ergibt sich dann die prozentuale Aufteilung, wie die 120 Sitze unter den Parteien im Landtag verteilt werden. Man spricht von der Verhältniswahl. Durch die Persönlichkeitswahl wird ermittelt, welche Bewerber diese Sitze erhalten sollen. Um eine regionale Ausgewogenheit zu erreichen, werden die Sitze gesondert für jede Partei auf die 4 Regierungsbezirke verteilt: Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen. Erst werden also die Sieger aus jedem Wahlkreis verteilt, das heißt, die 70 Direktmandate werden vergeben. Die übrigen Sitze, die einer Partei nach dem Verhältniswahlgrundsatz zustehen, werden an die nachfolgenden Besten jeder Partei im Regierungsbezirk verteilt. Dies sind die sogenannten Zweitmandate. Passiert es nun, dass eine Partei mehr Wahlkreise gewonnen hat, als ihr nach dem Verhältniswahlrecht zugestanden hätten, sind sogenannte Überhangsmandate entstanden. Diese werden zusätzlich zu den 120 Sitzen vergeben. Damit das Verhältnis der Parteien dabei gleich bleibt, bekommen die anderen Parteien ebenfalls Überhangsmandate. Bei der Landtagswahl 2016 zogen daher statt 120 143 Abgeordnete in den Landtag. Das Beispiel von 2016 genauer dargestellt. Die Partei Lila gewann 46 der 70 Direktmandate. Dieses waren 8 Mandate mehr, als es dem Gesamtstimmenanteil für Lila entsprach. Um das durch die 8 Überhangsmandate entstandene Ungleichgewicht auszugleichen, erhielt die Partei Petrol 7 Ausgleichsmandate, die Orangenen erhielten 4, 3 die Gelben und 1 die Blauen. In dieser kleinen Stadt bin ich groß geworden, in diesem meinen Kaff, genau zwischen Heidelberg und Heilbronn. Damals gab es da noch keine Hall of Fame und kein Fußballstadion. Ich wartete auf Hip-Hop-Track, Stunden vor dem Radio. Ein Jungspund, der sich wegen einer Seite rappt, die Bravo holt am Bahnhofskiosk. 13 Jahre alt und komplett ahnungslos.